Also man kann schon sagen, dass die Vampire die Crème de la Crème unter den Kreaturen sind. Oh, jetzt werde ich da drüben angegriffen. Sind denen da rübergekommen? Ach, deswegen. Eure Schatzkammer ist zu klein. Oh, hat er meine beiden Tesla-Spulen auseinandergenommen, die da oben waren? Oder waren da keine? Doch, da waren welche. Den habe ich getötet. So, dann vergrößern wir nochmal unser Kerker. Gibt nochmal ein paar mehr Skelette. 7 Stück an der Zahl. Hervorragend. Nehmen wir gerne in Anspruch. Wird der Kollege gleich mal mitgenommen von unserem kleinen Freund. Klingt auch verkehrt, ich weiß. Euer Casino ist zu klein. Hey, kleiner Freund. Schnapp ihn dir. So, und das, die Arena dürfte jetzt nicht mehr das Problem sein. Genau, die dürfte jetzt gleich erobert sein. Dann haben wir das nämlich auch gesichert. Dann können wir uns tatsächlich auch das Portal holen. Wir haben eine schwarze Bibliothek. Die ist da. Wir haben einen Friedhof, wir haben Schatzkammer, wir haben eine Folterkammer, wir haben Werkstätten. Wir haben eine gegnerische Arena erobert. Genau, wir haben 2 Hühnerfarmen. Also theoretisch dürfte das sogar für den Teufler reichen. Theoretisch. Es kann auch sein, dass es nicht reicht für den Teufler. Ich weiß es nicht. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Arena. Dann haben wir auch die schwarze Dritter. Beziehungsweise wir haben die Arena jetzt, sehe ich gerade. Es ist Zahltag. Wir haben schon wieder ein Skelett verloren, okay. Irgendwas hat meine Skelette getötet. Oder 2 davon zumindest. Genau, dann hauen die da noch die Tür weg. Hier geht's auch nicht weiter. Also hier ist Feierabend. Doch, da geht's noch weiter. Da geht es noch weiter. Ich wollte mal einen untätigen Imp. Aber es gibt leider kein magisches Artefakt oder sowas. Schade. Wäre natürlich geil gewesen. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Also ihr merkt, jetzt so langsam nimmt es doch Gestalt an. Das heißt, wir können hier aufschließen. Oh, guck mal. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Ach, guck mal, der Bereich schließt sich jetzt sogar. Wie schön. Dann haben wir ja bald alles. Dann können wir ja bald Horny rufen auf die Ein Vampir übrig gebliebenen. Auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Perfekt. Nummer 6. Nummer 6 bezieht jetzt erstmal sein Quartier. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Das ist auch wunderbar. Und jetzt können wir auch hier alles dicht machen. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. So. Jetzt ist es auch gar nicht mehr so tragisch, dass wir den einen Troll verloren haben. Am Anfang war es tragisch, ja. Aber jetzt mittlerweile ist das okay. Und wir haben endlich ein Portal. Sehr geil. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Ich weiß gar nicht so recht, was sie sich von den Brücken. Und was ist es? Eine schwarze Elfe, okay. Eine schwarze Elfe hat sich uns angeschlossen. Jojo. Very interesting. Was haben wir denn hier Feines? Die Imps können wir hier mal schön durchforsten, genau, durchforschen. Und unsere Vampire. Ist in euren Dungeon gekommen. Oder den. Ah, Teufler, da sind sie. Da steht nämlich, da steht zwar Kämpfer, aber sie sind auch gleichzeitig Arbeiter. Das finde ich persönlich, wie gesagt, sehr interessant, dass sie auch gleichzeitig arbeiten können. Ich würde es euch gerne mal demonstrieren. Kleinen Moment, ich baue hier mal 2 Tesla-Spulen. Schnappen wir uns jetzt mal den Teufler, der gerade frisch reingekommen ist, und setzen ihn in die Werkstatt. Eine neue Spezies ist in eurem Dungeon gekommen. Der Schurke ist auch dabei. Stellt etwas her.
Das ist das, was ich meine. Jetzt fängt er nämlich an zu arbeiten. Also er, der Teufel ist quasi sowas ähnliches wie ein Troll, nur in stärker und in größer. Was ist das? Das ist der Tempel! Glaube ich. Kann das sein? Ist das der Tempel? Das sieht aus wie der Tempel. Das müsste der Tempel sein. Ja. Nee, das ist das Casino. Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Meine Güte, ist das ein riesiges Casino. Okay, die Ritter machen den Vampiren schon ein bisschen mehr Schwierigkeiten. In eurer Werkstatt gebaut. Also wie man sieht, auch die Teufler fungieren gleichzeitig als Ersatztrolle quasi. Warum greift ihr den jetzt nicht an? Der will lieber spielen, okay. Und der ist auch weg. Sehr schön. Ja, perfekt. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Wir gucken mal weiter hier. Wir sind ja schon so schön dabei. Der gehört noch zu einer anderen Macht, bald aber nicht mehr. Bald gehört er mir. Sehr, sehr gut. Ja, dann können wir ja bald Horny reinjagen, wa? Wenn das so wie das aussieht. Also viel gemacht werden muss nicht mehr. Mensch, wir haben das endlich geschafft, ey. Ich hätte ja schon gedacht, aber ich bin dann doch überrascht, dass es so gut lief. Seitdem wir jetzt diesen Zauber gekriegt haben. Den Zauber Gold erschaffen. Der hier. Der hat uns gerettet. Der hat uns echt den Arsch gerettet. Dieser eine Zauber. Hätten wir den nicht gehabt, wäre es, glaube ich, schief gegangen. Ein Schurke wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Wir haben zwei Schurken in unseren Diensten. Betten. Das sollte eigentlich reichen, weil pro Dungeon, pro Portal, pro ersten Portal kommen immer 15 Leute. Pro zusätzlichen dann immer 5 Leute dazu. Also müssten wir das unterm Strich eigentlich jetzt drin haben. Natürlich reißen wir alles auf. Es könnte ja sein, dass irgendwo noch Artefakte versteckt sind. Insgesamt aber kann man sagen, haben wir das Level geschafft. Ich glaube, das ist jetzt keine sonderlich große Überraschung, wenn ich das jetzt so sage. Portale eure sind soweit Geschöpfe alle zerstört vom Gegner. Mit eurem Dungeon. Das freut mich. Da ist nichts drin. Schade. Oh, ist okay. Ein schwarzer Ritter, wir haben unsere Imps jetzt unglücklich, genug weil er zu tun. Keinen Platz zum Schlafen hat. Der wird mir schon gar nicht mehr angezeigt. Da ist er. Oh, wir haben zwei schwarze Ritter. Wir haben tatsächlich einen dazu bekommen. Also kommen die tatsächlich durch die Arena. Alter, das klingt so geil. Eieieiei. Das hört sich so geil an. Das sind richtig harte Kerle anscheinend. Richtig zähe Brocken. Jede Seite nochmal zwei. Dann haben wir 30 Imps. Ist doch mal was, ne? 30 Imps hat nicht jeder. Ich finde das übrigens auch so geil, dass wir jetzt die ganze Zeit dieses Buchgeräusch schon im Kopf haben.
Das habe ich mir gedacht. Da ist bestimmt ein Artefakt. Oder aber eine Mana-Grube. Weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Aber es kommen keine Salamander, ne? Das habe ich mir gedacht. Bringt alle Geschöpfe eine Stufe höher. Das habe ich mir gedacht. Gut, dann brauchten wir das hier sogar gar nicht abbauen. Geil. Gut, wenn das erledigt ist, wenn wir dieses Artefakt in Besitz genommen haben, können wir damit anfangen, eigentlich den Gegner niederzumachen. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Jo. Im Grunde können wir damit dann anfangen. Wisst ihr was, ich werde jetzt schon mal Horny rufen. Sollte Horny... Obwohl, kann ich jetzt gar nicht. Das ist blöd. Jetzt kann ich ihn gar nicht rufen. Aber sonst hätte ich jetzt gesagt, Horny macht jetzt ihn platt und dann ist gut. Aber nö. Wir machen das anders. Ich speichere das jetzt mal zwischen. Spiel gespeichert. Skelette zerstört die Tür. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. Das sollen sie ja auch. Neue Erfahrungen machen. Eure Schatzkammer ist zu klein. Ich mag diesen Spruch. Eure Schatzkammer ist zu klein. Sehr schön. Dann werden wir das nämlich auch gleich dicht machen. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Der rennt nämlich direkt da rein. Genauso wie der. Der rennt auch direkt da rein. Meine Fresse, ihr habt so viele Möglichkeiten zu erobern. Nein. Rennt natürlich genau da rein, wo der Gegner sitzt. Und hier scheint es kein Portal mehr zu geben. Ein Schurke wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Schmeißen wir mal unsere schwarzen Ritter in den Kampf. Ihr habt eine Brücke. Die scheinen eine sehr schwere Rüstung zu tragen, so wie sich das anhört. Ich will das Skelett heilen, danke. Ich wollte gerade sagen, die ergreifen jetzt auf ziemlich feige Art die Flo. Brauche ich denn bitte eine gegnerische Brücke erobert? Ihr seid ja auch mutig, ne? Mutig oder total verrückt? Gut, es gibt ja... Alter, Stufe 10! Okay, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Stufe 10 ist schon heftig. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Mist. Das eine Skelett konnte ich nicht mehr retten. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ein Schurke ärgert sich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat.
Da gibt's kein Rankommen mehr. Also, beziehungsweise, ne? Da gibt's jetzt kein Artefakt mehr. Jackpot. Na bitte. Einer unserer Kreaturen hat den Jackpot geknackt. Alter, wie der abdanzt, der Vampir. Schön. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum. Ich wollte gerade sagen, seit wann dancen die Gegner jetzt mit? Ein Schurke. So spät ist es noch nicht. Weil er nichts zu essen hat. Da hat nämlich der McFord Williams recht, aber ab einer bestimmten Uhrzeit fangen sie alle an zu tanzen. Auch die gegnerischen Kreaturen. Das ist absolut richtig. Aber eben halt erst ab dieser besagten Uhrzeit. Nicht vorher. Vorher nur dann, wenn der Jackpot im Casino geknackt wird. Also da haben sowohl der gute McFord William recht, als auch der gute Garnus. So. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Wisst ihr was? Schnappt ihn euch. Schnappt euch den Landsherrn. Horny brauchen wir nicht. Wir schaffen das auch so. Wir sind so weit gekommen. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Macht ihn fertig. Ein Schurke hat euren Dungeon verlassen. Oh! Heldenschlafsaal. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. So oder so, er hat verloren. Und wir dürften sogar alle Artefakte haben, weil mehr gibt's nicht. Es gibt keine Möglichkeit mehr, irgendwo noch zu graben und was zu finden. Weil wir haben die jetzt die gesamte Festung auf den Kopf gestellt. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Ich wollte gerade sagen, der will einfach nicht sterben, der Kerl. Aber jetzt ist er tot. Ja, wir haben diese Kackmission geschafft. Ist das geil. Oh. Den Gegner geknackt, jawoll. Das war die 16. Mission übrigens. Ich dachte zuerst, das wäre die 17. Mission. Es ist aber die 16. Mission gewesen. Die aber nicht weniger schwer war. Oh. Sehr schön. Ja. Oh, oh, oh. Sehr, sehr geil. Kein neues Gebäude. Das ist interessant. Director's Cut. Geil. And cut! Kill the flames! Gut gemacht, Keeper. Der König wird es sich jetzt zweimal überlegen, ob er sich mit euch anlegen will. Fürst Reinherz war einer seiner ältesten und vertrautesten Freunde. Ich würde zu gerne sein Gesicht sehen, wenn er von dieser jüngsten Niederlage erfährt und was sie ihn gekostet hat. Wenn ich mich doch bloß daran erinnern könnte, wie man lächelt. Die Erdoberfläche ist nun zum Greifen nahe. Ich kann sie fast schmecken.